willkommen zu Solar Robo. Hier ist das Geld für deine Kämpfe. 1400 Ringe erhalten. Einige Männer im Publikum sind ganz schön ausgerastet. Dafür kann ich nichts. Hehehe, stimmt, das nennt man wohl Verhängnis der Berühmtheit. Also, bis bald. So, Leute, es gibt einen Grund, warum es lang keine Solar Robo Parts mehr gab. Einer der Gründe, es gab eigentlich nur wirklich nur einen Grund. Ich war so dem, ich habe den Speicher. Nein, eher mein Camtasia. Ja, Camtasia hat mein. Was ich aufgenommen habe, eigentlich habe ich schon locker 11 Parts danach aufgenommen, nach dieser Stelle. Aber die hat Camtasia irgendwie nicht akzeptiert, hat die irgendwie ungültig gemacht und hat die dann gelöscht. Und das musste ich dann alles wieder von vorne spielen. Deswegen hat es auch lange gedauert, bis dann wieder neue Parts da waren. Und ich habe ein paar Dinge bekommen. Ich habe ein paar neue Dinge entdeckt. Eine Sache will ich bald zeigen. Ökologie habe ich ein bisschen mehr gemacht. Also ein paar Dinge muss ich erstmal gleich erzählen, was ich gemacht habe. Das gehen wir noch hin. Wo ist Shetland? Ihr wisst ja nur, wo man denn angeln wo der Angler war. Zeige ich erstmal jetzt. Ist mir jetzt wichtig gerade. Ach, ich habe dieses Spiel so vermisst. Das ist so eine geile Story. Was sage ich da? Shetland. Ich bin so behindert. Ich meine eigentlich Bazette. Ich komme nicht auf Shetland. Ich glaube, ich mag die einfach die Musik hier. Deswegen. Bazette war es, oder? Das muss Bazette sein. Bazette? Ja, das ist Bazette. Habe ich an diesen Riesenmüllhaufen erkannt. Okay. Okay. Kurz zu dem Angler hier, um was zu zeigen. Ja, was gibt es hier zum Angeln? Ja, Schiff angeln. Es gab hier ja Punkte auszunutzen. Er hatte hier 8000 Punkte für 5 P-Kristalle und 2400 Kristalle. Nein, ja, 24.000 Kristalle für 15 P-Kristalle und die habe ich mir dann hier besorgt. Damit habe ich auch so gesagt ein paar Dinge hier erledigt. Wegen P-Kristallen. Deswegen habe ich auch ein bisschen mehr Platz jetzt auch hier beim Anpassen. Oder eher ein bisschen jetzt gerade. Also ich habe jetzt mehr Platz hier. Momentan meine Stats seht ihr da oben, wie das jetzt gerade aussieht bei mir. Und wann habe ich eigentlich angefangen? Weiß ich nicht. Oh. Schlechter geworden, am schlecht. Okay, mal sehen. Gleich muss ich das irgendwie mal einstellen. Und noch eine Sache, die ich noch gemacht habe. Nächstes Teil ist in Spinon. Oder Spinon oder wie das heißt. Ach ja, bei den ganzen Darwin-Inseln. Es gab hier diese ganzen Rennen gegen Waffle und diesen anderen da. Habe ich alle erledigt. Also ich habe immer gewonnen. Und wenn man gegen Waffle gewinnt, er will ja am Anfang so ein Rennen machen. Da kriegt man von ihm erstmal den GP-Roboter zum Fliegen, wenn man mit Multiplayer macht. Und 5 P-Kristalle extra dazu, wenn man gegen ihn gewinnt. Und diese Stelle habe ich gar nicht gezeigt. Das habe ich jetzt auch vor kurzem mal rausbekommen. So. Hier findet man 3 Kätzchen, die man hier kann man 3 Kätzchen finden. Und ihr fragt euch bestimmt, wie ich zu dieser Stelle gerade gekommen bin. Ganz einfach. Ich bin einfach von der Stelle, wo ich gegen Kalua gekämpft habe, nach links weitergegangen, habe mich gefragt, hey, das habe ich gar nicht untersucht. Hab dann gemerkt, 3 Kätzchen, die ich nie gefunden habe, und jetzt habe ich die gefunden. Okay, das war das jetzt. Okay, so gesagt, habe ich dann alles erledigt, was ich sagen wollte. Und es gab da ein paar Dinge, zur Bibliothek zum Beispiel. Man kann jetzt bestimmte Geschichten hier lesen, aber das mache ich später am Ende des Let's Plays, mache ich das dann. Okay, dann geht es eigentlich ab zur nächsten Insel. Da geht's weiter, da gehe ich eher jetzt neue Quest, gehe nach Pharao. Da wird es wieder bestimmt so langsam sein. Sage ich ja. Hier sind die Quests, die du jetzt annehmen kannst. Rette den Frachter. Die Piraten haben einen Frachter gekeppert. Ich suche jemanden, der ihn mir sofort zurückholt. Ich warte vor dem Laden vor Aussichtspunkt. Okay. Der Händler wartet dort drüben beim Aussichtspunkt. Ich weiß, wo der Aussichtspunkt ist. Also dann viel Glück. Wenigstens so ein bisschen langsam, aber so richtig Slow Motion hier.
Warte, kann ich neu Andenken kaufen? Ich habe gerade nichts da. Ach ja, ich muss noch kurz... Ich muss noch später zu Barry und so und... Weil ich habe ja die Fotos, paar Fotos bestätigt, voll bekommen. Und das will ich auch Ihnen zeigen. Ah, da ist er ja. Guter Junge. Barry, was sagst du? Du hast 50% der Fotos gesammelt, das ist ziemlich beachtlich. Hier ist eine Belohnung für deine harte Arbeit. Sammle weiter und bring mir neue Fotos. Foto Alltag der Kuras. Du hast 75... Ah, okay, wow. Hier ist die passende Belohnung für dich. Der nächste Schritt, eine vollständige Sammlung. Katastrophengebiet, okay. Weiter. Ja, okay, geht klar. Also man kriegt zwei neue Fotos, zeige ich doch später. Und Iggy, was gibst du mir? So schön, dass du immer noch ein Sieg hast. Echt cool, reist du auf dem Weg. Ich habe hier ein originales Muskel. Ah, das hatten wir schon einmal. Ja, okay, wenn du die... Ja... Das hatten wir noch nicht. Recorder instrumental erhalten. Und weiter. Okay, dann muss ich noch weiter suchen. Geht klar. Hast du meinen Jobauftrag angenommen? Ja. Sehr schön. Hol mir mein Frachter zurück. Sofort. Immer mit der Ruhe. Jetzt mal von vorne. Himmelpiraten haben also ihr Schiff geklaut, richtig? Von einem meiner größeren Frachtschlepper kam eine Nachricht. Himmelpiraten namens Schwarzkatzenbande hätten das Schiff beim Transport überfallen. Diese Schwarzkatzenbande? Schon wieder diese drei Schwestern? Schnell, du musst sofort los. Bist du bereit? Ja, es kann sofort losgehen. Alles klar, es kann sofort losgehen. Ich verlasse mich auf dich. Und es geht los. Oh, was erwarte ich von drei Schwestern denn? Ein pinkes Schiff. Ich schulde der Schwarzkatzenbande noch was. Jetzt wird sich ihnen heimzahlen. Sollten wir Waffel Bescheid sagen? Nein, das ist unsere Aufgabe. Wir können ihnen Bescheid sagen, sobald alles vorbei ist. Okay, viel Glück da draußen. Und vergiss nicht, wer dein Geldgeber ist. Halt's Maul. Was war das? Red, das hört sich nicht gut an. Das hörte sich an, als ob es ein Schiff und eine Explosion gab. Ach, gut festhalten. Oh, mein Schiff. Klingt, als würde es im Schiff hochgehen. Nimm, ich gehe rein. Entschuldigung. Noch ein P-Kristall, geil. Erstmal diese ganze Gegend hier abchecken. Okay, schon gibt es hier nichts mehr dann. Hey, was geht? Arbeiten Sie hier, was ist passiert? Nicht viel, seitdem ich dem Chef Bericht erstattet habe. Ich hörte an Deck plötzlich ein Geräusch und ging nach oben, um nachzusehen. Und dann strömte plötzlich ein Haufen Kätzchen ins Schiff. Dort randalieren sie immer noch. Außerdem scheinen sie tonnenweise Fallen aufgestellt zu haben. Von wie vielen Kätzchen reden wir überhaupt? Es sind mehr als ein Dutzend. Mal überlegen, ich glaube, es sind 14. Wo ist der Rest der Crew? Wir waren von Anfang an nicht viele, aber nun sind alle bis auf einen Pilot nicht geflogen. So, alles mal zerstören. Oh, ich kann mich erinnern, als ich das aufgenommen habe. Sie sind es. Ja, du grüßt uns nicht. Ihr verflixten kleinen... Euch schnapp ich mir. Hier, friss Bombe. So, jetzt weiß ich wieder, wie ich die besiegt habe. Ich muss genau timen, Mann. Das war das Beschissene. Mein Geld. Und noch mehr Geld, das ist sehr gut. Okay, gibt's hier irgendwas? Was ich irgendwie einsacken kann? Hallo, irgendwas? Nein? Okay. Oh. Das nenne ich mal dämlich. Boah, beeil dich. Jetzt bist du tot.
Nein, nicht schon wieder. Komm noch mal. Und stirb. Mein Geld. Ey, das sind so welche Witzfiguren. Okay, das nehme ich jetzt zurück. Und jetzt aber frisst die Bombe. Glitzert hier irgendwas? Hier glitzert nichts. Okay. Bist du das? Bist du da? Kannst du mich hören? Was ist? Der Rest dieser Kätzchen verwüstet gerade alle meine, Kabinen. Dort übrig sind noch 10 übrig. Schnapp sie dir alle. Oh, komm, ich habe eine Idee. Ich benutze einfach das, um die umzubringen. So, hab dann erledigt. Erstmal hier rein. Hab dich. Schwester, hilfst du uns? Stirb, Katze. Zwei Pekesalo. Okay, wie viel hab ich denn jetzt? Habe ich jetzt 15? Da kann ich ein neues Gebiet, dann ein neues 12 habe ich. Okay. Okay, hier ist dann nichts mehr. Dann untersuche ich erstmal das. Ich brauche jetzt nur eins. Ein P-Kristall, dann habe ich das. Okay, habe ich dann. Okay. War das so leicht? Kann mich erinnern, da irgendwas war hier. Mehr MP-Kristall, Mann. Okay, ich hab dann Öl. Das müssten alle gewesen sein. Das war eine meiner leichtesten Übungen. Schwestern, hilft uns! Das hast du wirklich gut gemacht. Ich komme jetzt zurück. Ich wusste, irgendwas läuft da falsch. Oh nein, was ist jetzt los? Die Schwarzkatzenmann ist mit ihrem Katzenballon hier. Wieder diese drei Schwestern. Ich dachte mir schon, dass sie hier auftauchen würden. Schnell, Olaf, zurück zum Deck. Okay. Hier haben wir nichts Besseres zu tun. Ja, die hätten echt diesen Weg mal aufsparen können. Sie muss ja extra zurücklaufen. Wir hätten das auch überspringen können. Was hast du zu noch zu sagen? Bitte um mir das gegen die Kätzchen ihre Fallen. Ja. Der Ballon befindet sich vor dem Schiff. Sei vorsichtig. Klar, mach dir keine Sorgen. Ey, den habe ich bei. Ey, gegen das hat er auf eine Messestation gekämpft. Zitze. Wie kannst du es wagen, so fies mit unseren Kätzchen umzuspringen? Ja, genau. Wie kannst du es wagen? Was wartet ihr? Ihr habt doch dieses Schiff überfallen. Ruhe! Gib uns unsere Kästchen zurück, oder wir haben ein Problem. Und zwar ein gewaltiges. Ja, komm, zeig mal, was du drauf hast. Dämliche Katzen. Oh, ich war zu übermütig. Ich spiele das mal vorsichtig. Ey, wie schwach muss man sein?
noch ein kleines bisschen. Und diesen. Oh, komm. Ich musste mich nicht mal verwandeln, was los? Jetzt habt ihr eure Lektion gelernt, ne? Oh, wie ich das hasse. Oh nein, wir haben verloren. Nun gebt endlich auf. Warum habt ihr überhaupt dieses Schiff angegriffen? Das haben wir gar nicht. Unser Ballon ist mit dem Schiff zusammengestoßen. Es war ein Unfall. Ein Unfall? Aber die Ketzen sind im Schiff quasi auf Randaltour gegangen. Sie sind bei der Kollision auf das Schiff gepurzelt. Das war alles. Wir haben nur gespielt, bis unsere Schwestern uns wieder abholen kommen. Das ist euer Vorstellung von Spiel mit Bomben und Fallen? Tja, so wurden sie aufgezogen. Na nun, rett, uns nähert sich ein weiteres Schiff. Es ist ein alter Bekannter. Wurfel! Nein, doch nicht etwa. Wurfel! Wurfel ist da. Alicia, endlich habe ich dich gefunden. Ach, Wurfel. Hört nicht auf mit dem Quatsch auf. Das gibt doch noch Probleme. Ich kann einfach nicht. Du bist doch auf der Suche nach etwas Bestimmten, habe ich recht? Wo, weißt du das? Könnte es sich dabei um dieses Foto handeln? Oh je. Seht ihr es nicht an? Was ist denn das für ein Foto? Dieses Foto hat Alicia beim Fotografen im Shepherd aufgenommen lassen. Es ist ein Foto von ihr in einem Prinzessinnenkleid. Hehe, das scheint ja ein sehr interessantes Foto zu sein. Ach so, jetzt verstehe ich. Der Fotograf war Barry, oder? Deswegen haben sie seine Fotos gestohlen. Sie wollten diese eine verschwinden lassen. Wie finden Sie das Foto, Waffel? Frag doch nicht extra. Sieh dies bloß nicht an, Waffel. Warum denn nicht? Ich finde, du siehst sehr hübsch drauf aus. Wirklich? Du siehst wie Prinzessin Thierry aus. Wie war das? Hä, habe ich etwas Falsches gesagt? Du wagst es, sie mit mir zu vergleichen. Du bist wohl ein Gefahrensucher, Waffel. Ach du meine Güte. Waffel, du... Vollidiot! Flair, sie fliegen zurück nach Paris. Man sieht sich, Waffel. Und tschüss. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal zu dieser Insel darf. Warte, Elisa, bitte. Warum ist sie denn so wütend abgerauscht? Keiner von euch beiden hat nur die geringste Ahnung von weiblichen Gefühlswelt. Wer hat das schon außer Frauen? Herr Waffel, wir sollten sofort die Verfolgung der Schwarzkatzenbande aufnehmen. Stimmt, du hast recht. Oh Mann. Bis dann, Red. Besuch mich mal in Paris. Mache ich, bis dann. Ich denke, damit ist das Thema Schwarzkatzenbande vom Tisch. Gute Arbeit, Red. Du hast das toll gemacht. Ich bitte Sie, das war doch... nichts. Was war das? Hast du was gefunden, Red? Haben Sie das vergessen? Na, ich nehme es mal lieber an mich. Lass uns zurück nach Sparrow. Geheimnis der Katzen. Okay. Wie viel Geld kriege ich dafür jetzt? Gib mir Money. Puh, ich bin so froh, dass mein Schiff in Sicherheit ist. Hier ist deine Belohnung. Nimm es, das ist alles für dich. Ja, 1600. Falls ich jemals wieder Hilfe benötigen sollte, werde ich dich wieder beauftragen. Was hat Waffel eigentlich vorhin verloren, Red? Ach, das hier. Oh, warum behalten wir das nicht? Als kleines Andenken an unser Abenteuer. Und ich muss gleich einen Cut machen. Beeilt euch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Okay, erstmal Rang erhöhen. Ja, das ist schön. Wir machen das im nächsten Part.